Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Simon the Sorcerer mit mir, dem Captain. Es ist übrigens der zweite Teil und wir sind, glaube ich, schon ziemlich weit hinten und jetzt sind wir an der Stelle, wo ich sagen muss, das ist mit einer der Lieblingsstellen in dem ganzen Spiel von mir, nämlich in der einsamen Hütte am Rande von Sordids Festung, wo 1, 2, 3, 4, 5 Leute nicht Verliese und Drachen spielen, sondern die spielen hier Büros und Bürokratie oder sowas. Auf jeden Fall sind die quasi in der aktuellen normalen Welt. Genau, und der Welt der Zeit, ne? Mit Modem, hat er gerade erwähnt. Er nimmt sein Modem und hängt sich über bei CompuSurf auf den Datenhighway. Tja. Und jetzt wollen wir natürlich entsprechend mitspielen. Erstmal, kann ich ein Sodawasser haben? Bedien dich, solange du uns nicht dabei störst. Ach ja, hab ich doch schon. Okay, komm. Hey, Kumpels! Ja? Habt ihr Jungs noch Platz für einen weiteren Spieler? Nein, nicht solange nicht einer von uns aussteigt. Ah. Und jetzt störe uns nicht länger. Okay, ich kann nicht mitspielen. Hey, Kumpels! Ja? Solltet ihr momentan nicht gerade in der Schule sein? Es ist Wochenende. Würdest du uns bitte nicht unterbrechen? Okay, okay, schon gut. Keine Panik, Mann. Gute Idee. Hey, Kumpels! Ja? Ich habe gehört, diese Rollenspiele führen zu geistigen Schäden. Na, dann scheinst du es ja schon oft gespielt zu haben. Selten so gelacht. Würdest du uns freundlicherweise nicht mehr stören? Ja, ihr seid schon gestört genug. Wie wäre es mit Scott? Aber ich bin Pazifist. Was ist ein Pazifist? Jemand, der nicht zurückschlägt. Hört sich gut an. Jetzt ist die Flasche leer, okay? Ich beginne von den neuen Speichermanager Plem PLM zu erzählen, um die anderen zu beruhigen. Ich will, Rupert gelingt es, alle noch, in einen noch ein Soda Schlaf nehmen. Zu lullen. Du bekommst 200 Erfahrungspunkte. Oh, da liegt ein Taschentuch. Ich habe die leeren Flaschen zurückgestellt. Cool, jetzt steige ich auf Stufe 7. Außerdem erhältst du dadurch die Spezialfähigkeit, binär reden zu können. Deine Schweißgeruchsrate steigt um 5. Deine Schweißgeruchsrate steigt um. So. Kann ich das mit einer an die Pflanze geben? Warum sollte eine fleischfressende Pflanze so etwas wollen? Warum sollte eine fleischfressende Pflanze so etwas... Ich habe meinen Verstand noch beisammen. Noch. Da ist leider kein Pflanzengift drin. Pflanzengift, okay. Hier, schieb dir mal das in den Hals. Komm, trink was, Junge. Hä? Unterhaltungen mit ihm sind immer so einseitig. Ich gebe nichts von meinen Sachen her, solange ich nicht muss. Hm.
Diese Dinger sind nicht sehr kompatibel, was? Komm, trink halt ein Match. Ich werde diesen Vorschlag einfach ignorieren. Ich dachte, ich... Ja, ich weiß. Wir dürfen nicht rein. Irgendwie dürfen wir nicht rein und... Ne? Die Holzwürmer wollen auf jeden Fall Holz. Naja, vielleicht ist ja die Truppe hier noch zufrieden. Der Zauberjunge ist zurück. Was willst du, Junge? Du schaust in die falsche Richtung. Wirklich? Ja, wirklich. Besser so? Nun, es ist okay. Was willst du hier, Junge? Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Die Höhen ziehen mich magisch an. Ich glaube, ihr habt etwas, was ich unbedingt brauche. Ihr habt nicht zufällig etwas Zaubertrank für mich? Wir sind gerade dabei, einen anzusetzen. Es ist ein Umfangsmutkraft. Wie bitte? Ich habe hier irgendwo einen besonders großen. Hä? Man könnte. Die meisten schlucken sie aber lieber. Wovon zum Geier faselst du? Wovon sprichst du? Ist das wieder eine dieser altmodischen griechischen Legenden? Wir sind die drei Gewitterhexen. Wir sind berühmt, da eine von uns schlecht sieht, eine taub ist und eine keine Zähne hat. Aha, Gewitterhexen. Gewitterhexen? Was zum Geier macht ihr hier? Nun ja, die Hexerei ist heutzutage ein schweres Geschäft. Man muss sich schon irgendwas Besonderes einfallen lassen, wie dem auch sei. Warum hast du das Versteck der drei Gewitterhexen aufgesucht? Und falls dein Name Perseus ist, dann verschwinde wieder! Hier sind schon seit Jahren keine Gorgonen mehr aufgetaucht. Perseus? Gorgonen? Okay, ich bin gekommen, weil ich glaube, dass ihr etwas für mich habt. Habt ihr irgendetwas, das mir beim Kampf gegen Sordid helfen könnte? Ich mache gerade eine Besichtigungstour, okay. Habt ihr irgendetwas, das mir bei meinem Kampf gegen Sordid helfen könnte? Sordid? Wer ist Sordid? Na, der Typ, der in dem Turm am Vulkan haust. Euer Nachbar sozusagen. Welcher Vulkan? Bist du blind? Vergiss die Frage. Bist du blind? Ja. Du solltest dich jetzt besser verdrücken, Kleiner. Die drei Gewitterhexen sind momentan sehr beschäftigt. Das würde aber einen Haufen Ärger verursachen. Ich sagte frei von der Manga. Tja, okay. Wir wissen nicht, was los ist. So. Nein, ich will da nicht rein. Ich muss erstmal hier wieder zurück. Okay, irgendwas muss ich an der einsamen Hütte doch noch machen. 01001101001. Ach, sie spielen weiter. Genau, er kann Binärsprache jetzt. Ja, ihr guckt mich an. Was wir brauchen, ist ein Rucksack voll mit Steinen und einen Berg, den wir hinaufjoggen können. Warum stimmen wir nicht einfach ein paar Hooligan-Lieder an? Zum Beispiel, Shiri, wir wissen, wo dein Auto steht.
Hat einer von euch beiden Feiglingen eine Idee? Feigling? Ich habe es im Net Doom. Gehen wir nochmal raus. Wir könnten den alten Überrumple-die-Wache-Trick ausprobieren. Wir brauchen nur jemanden, der vortäuscht, er wäre krank. Nehmen wir uns nochmal Wasser. Dann schlage ich Rupert in den Magen. Ha! Du hast keine Arme mehr. Erinnerst du dich? Okay, dann trete ich Rupert eben in den Magen. Ach, da ist die Tür. Okay. Rupert hat starke Schmerzen. 10010111011. Das heißt arg in binär. Das heißt arg in binär. Ihr könnt die Wache herankommen hören. Er sagte, herankommen. Wir warten, bis er auftaucht und deuten auf den sich krümmenden Rupert. Die Wache betritt die Zelle und wirft einen Blick auf ihn. Ich nehme eine Waffe zwischen meine Zähne und schleiche. Gott, irgendwas muss doch hier... Muss ich dir vielleicht noch eine geben? Komm, bist du jetzt satt? Hier, schieb dir mal das in den Hals. Hä, will er nicht mehr? Komm. Oder doch? Komm, du brauchst immer so ewig lange, weißt du? Okay, diesmal will das nicht loswerden. Vielleicht haben die ja doch noch irgendwas. Wie kommt der Zaubertrank voran? Nicht sehr gut, fürchte ich. Unsere Gebrechen sind leider etwas hinderlich. Kann ich euch helfen? Nicht, solange du nicht Hexen oder Wunder vollbringen kannst. Adventure-Regel Nummer 287 sagt, wann immer du auf Hexen triffst, solltest du versuchen, einen magischen Trank von ihnen zu bekommen. Wenn ich euch das Wasser gebe? Besser nicht. Ich könnte es später noch gebrauchen. Na gut, will sie nicht. Will er nicht. Also gehen wir wieder raus. So. Und was genau willst du nehmen? Scott. Hey. Jetzt habe ich die Tür zugemacht. Okay. Gut. Du versetzt der Wache einen heftigen Schlag mit Scott. Scott hat starke Schmerzen und die Wache ist bewusstlos. Du Bastard! Okay, lass uns von hier verschwinden. Dummerweise sind weder Rupert noch Scott in der Lage, aufrecht gehen zu können. Ich schnappe mir Rupert, wenn Nock Scott regt. Ich nehme Scott erneut mit meinen Zähnen. Okay. Ihr rennt. Ich bestehe darauf, dass ich marschiere. Okay, Dave rennt und Nock marschiert einen langen, dunklen Korridor hinab. Warum marschierst du eigentlich? Ja, weil er ein Soldat ist, natürlich. Jetzt kann ich Nach die Katze 200 Meter nehmen. Nach 200 kommt ihr an einem Notausgang zu eurer Linken vorbei. Los, dadurch! Eine Hexen-Pussy-Katze. Okay. Ich glaube, ich verstehe hier gerade so. Kann ich die Katze ihr jetzt zum Futter anbieten? Komm, futter mal die Katze jetzt. So, muss das Gebiss säubern oder was? Selbst ich bin nicht so gemein.
Oh. Ich brauche etwas, um es aufzubewahren. Erstmal das Taschentuch. Ich werde diesen Vorschlag einfach ignorieren. Okay, wir trinken die Sodaflasche leer. Und jetzt kann die Spucke da auch rein. Super. So, und das ist jetzt eine Art Schlafmittel oder was? Ich glaube, ich muss. Ja, natürlich. Die ganze Zeit kann ich den Becher nicht nehmen. Aber hier, damit kann ich. Ah, da ist noch ein Becher. Damit kann ich sie jetzt beide dauerbeschlafen. Oh, macht er den anderen automatisch. Alles klar, gut. So, jetzt kann ich nämlich rein. Wie oft wir dir müssen sagen? Nee, noch nicht. Du verschwinden. Sonst, wir holen Henry den Menschenfresser. Nun, ich gehe wohl besser. Trinkt einen auf mein Wohl, bevor ihr wieder einschlaft. Und? Schmecken seltsam, oder? Ja, es ist not wahr. Wie konnte das nur passieren? Ja, wunderbar, dann kann ich jetzt rein. Sehr schön. Was ist das? Ein Elf. Der sieht irgendwie komisch aus, ein Elf. Alles klar, Kumpel? Oh, ein Mensch. Wie barbarisch. Wie bitte? Nun, in jedem Fall ist alles besser als diese abstoßenden Goblins. Sie sind so unappetitlich und erst die Ogre. Nun schau dir meine Fingernägel an. Ich hatte seit Tagen keine Maniküre mehr. Wie soll man unter diesen grässlichen Umständen nur am Leben bleiben? Nun... Das ist einfach nur abstoßend. Schau, ich... Wann hattest du das letzte Mal ein Bart? Ich? Niemals. Keine Ahnung, ich habe mein Tagebuch zu Hause vergessen. Oh, wie abstoßend. Bleib weg von mir, du schmutzige Bestie. Auf was für einem Trip bist du eigentlich? Wir Elfen werden uns nicht dazu herablassen, mit schmutzigen Menschen zu reden. Du bist ein Elf? Sieht man das nicht? Ach, es ist fürchterlich, hier eingesperrt zu sein. Wenn du ein Elf bist, dann musst du ein Schuhmacher sein, stimmt's? Ich habe einen Laden hier in der Nähe, wo ich mein ganzes Equipment habe. Ich trage meines immer mit mir herum. Welch typisch menschlicher Kommentar. Ach, wie auch immer. Ich frage mich gerade, ob du mir einen Gefallen tun kannst. Einen Gefallen? Einen Gefallen? Irgendetwas Persönliches? Nein. Nun, ich möchte Folgendes von dir. Könntest du mir etwas Parfum besorgen? Es würde mir helfen, diesen Gestank hier zu überdecken. Was bekomme ich als Gegenleistung? Ich habe hier ein Stück Holz. Wow! Das wollte ich schon immer mal haben. Wo muss ich unterschreiben? Ich möchte etwas Feminines. Archenoa oder Loeden wäre toll. Hier ist meine alte Flasche, damit du das Richtige nimmst. Dankeschön. Und beeil dich bitte. Ich halte diesen Geruch nicht mehr lange aus. Okay, er gibt mir die Parfümflasche und ich soll jetzt ihm sein Parfüm besorgen. Alles klar. Hm.
Was haben wir hier? Ah, Pfeffer. Okay. Oh, Essensration. Alles klar. Das ist gut. Ist hier sonst noch irgendwas? Irgendwas verbaut? Ich lächeln! Ich sehen! Du kommen zuerst! Ich 2 5, du kommen! Ich 2 6, ich gewonnen! Du nicht spielen fair! Du immer 2 6! Das ist, warum ich besser sein als du! Ich rollen Würfel besser! Du betrügen mit Würfel! Ich nicht mehr wollen spielen mit dir! Du mich nennen Betrüger? Du in Frage stellen meine Ehrlichkeit? Nein! Immer sagen, du ehrliches Gobbo! Gut! Diesmal ich setze 2-mal! Ich sehen wollen dein 2-mal. Du dieses Mal zuerst kommen. Gut. Okay. 2 6. Hurra! Ich soll wieder haben 2 6. Das nicht sein fair. Ich nur haben 3 und 2. Das heißt, ich wieder gewonnen. Ich setze wieder. Ich sehen wollen. Du kommen. Ich 2 3er. Glück. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Dieses Mal ich sehen wollen. Nicht lehnen, bevor ich nicht setzen. Kann ich setzen dann? Glauben schon. Okay, ich setzen. Und ich setzen auch. Ich habe 2. Selbst ich bin nicht so blöd. Du reden Blech. Du nur haben 2 4er. Oh, tatsächlich. Okay, was geht ich hier? Nicht sehen was ist gut. Hier? Ach. Das sind die komischen Wasserspeier. Wo zum Teufel glaubst du, gehst du hin? Ich hoffe, du wolltest dich nicht in die Festung schleichen. Das könnte nämlich sehr ungesund für dich werden. Du könntest dabei einige Körperteile verlieren. Wichtige Körperteile. Auch ein heißes Bad in glühender Lava wäre eine passende Bestrafung. Okay. Warum so erregt, meine Freunde? Wir sind nicht wirklich gewalttätig. Was selbstverständlich glatt gelogen ist. Okay. Wie auch immer. Ab und zu überkommt uns jedenfalls ein schier unglaublicher Sadismus. Ja, jeden Dienstag und Donnerstag. Besonders dann, wenn sich die Leute über unsere Erscheinung lustig machen. Und manchmal auch einfach nur so. Das war im Übrigen dein Stichwort, Kumpel. Du kannst diesen Ort gehend verlassen oder getragen werden. Es liegt bei dir. Mm-hmm. Eben fällt's mir wieder ein. Ich bin geschäftlich hier. Bist du der Dekorateur? Ja. Wo ist dein Musterkatalog? Der Boss sagte, du würdest einen Katalog mitbringen. Ich habe ihn zu Hause vergessen. Dann geh besser und hol ihn. Okay. Okay, kann man da hinten in das Zelt noch gehen? Nein, das ist nur Dekoration. Ich klatschen. Ich sehen. Du kommen. Ich 3 und 4. Okay, an die Würfel muss ich noch kommen. Du willst das Parfum haben. Wahrscheinlich
Kriege ich dann schon noch irgendwas. So, was können wir noch hier? Goblinwache. Er ist ausgenockt. Ah, da. Hallo. Signalhorn, da. Zack. Mhm, okay. Du marschierst durch die Tür und stellst fest, dass die Treppe dahinter noch nicht fertiggestellt wurde. Und jetzt benutzen wir das zu trinken mit der Parfümflasche. Ich habe die Parfümflasche mit Soda gefüllt. Nach 10 Meter freien Falls landest du äußerst unsanft. Was genau soll das bezwecken, bitte? Nee, den Pfeffer kann ich damit wie nicht benutzen. Wie und genau? Nun, du bist auf Scott gelandet. Ich möchte einen Protestmarsch ab. Kann ich jetzt den Pfeffer mit... Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Geht auch nicht. Gut, jetzt gucken wir mal, ob wir ihm das Parfum so andrehen können, ne? Komm. Zack. Hier, bitteschön. Oh, danke schön. Das ist kein Parfum. Was ist passiert? War nur ein Scherz. Okay. Na gut, dann Pfeffer. Dann kann er nämlich... Ah ja, jetzt... Und ich habe kein Taschentuch bei mir. Oh. Hier ist ich ein habe Taschentuch. Hier ein Taschentuch für dich. Dankeschön, mein Junge. Ich bin entzückt. So, und jetzt kannst du diese Parfümflasche nehmen. Schön. Ah ja, jetzt kann das nicht mehr riechen. Wundervoll. Okay, gut. So, gib mir deinen Kram. Ist deine Belohnung. Oh, vielen Dank. Und nun, geh weg und lass mich bitte in Ruhe. Gehab dich wohl, alter Knabe. Da ist Holz, alles klar. So. Was zu essen haben wir auch, das heißt, im Wald, im dunklen Wald. Wir geben jetzt erstmal das Essen-Ration an den Jungen. Hier, schieb dir mal das in den Hals. Hast du Hunger, Junge? Ja? Ah, super. Leber auch, ne? Gut, dann kann ich jetzt das Vergrößerungsglas nehmen. Und jetzt geben wir euch das Stück Holz. Komm, baut mal was für mich. Na, dann legt mal los. Was bitteschön soll das darstellen? Die Todesfestung im Baustadion? Es sieht für mich eher aus wie eine Zahnprothese. Das ist richtig. Momentan sehr populär bei den Touristen. Großartig. Ja, vielen Dank. Genau so etwas hat mir gefehlt. Wenn ich das nächste Mal eine ornamentale Schnitzerei haben möchte, weiß ich Bescheid. Schönen Tag noch. So, jetzt helfen wir den Hexen. Warum man auch immer diesen Hexen helfen sollte. Also wahrscheinlich, damit wir diesen Zaubertrank kriegen. So. Erstmal, du kriegst jetzt das Gebiss. Hey, vielleicht kannst du das hier gebrauchen.
Okay, das Signalhorn an die Hexe. Hey, vielleicht hilft dir das hier. Du kannst besser hören jetzt. Was hast du gesagt, Junge? Ich fragte, ob dir das hier eine Hilfe ist. Viel besser, viel besser. Super. Nun denn, lasst uns fortfahren. Und jetzt das Vergrößerungsglas an diese Hexe. Drei, salopp. Hey! Redest du mit mir? Nee. Etwas mehr in diese Richtung. Ist das so besser? Ja, versuch's mal hiermit. Hey, ich kann sehen. Tja, Augen aufmachen und eine Lupe hier, nehmen. Bitteschön. Übersetze bitte den Zauberspruch. Fokus, Fokus, Fiebernessel, kochen sollst du, Hexenkessel. Bitte umblättern. Wer immer kostet auch von diesem Tränkelein, sogleich wird er verwandelt in ein. Nennen Sie ein Tier Ihrer Wahl. Das ist aber ein merkwürdiges Ende. Naja, so steht es aber hier. Ich glaube, du musst einfach an dieser Stelle den Namen des Tieres sagen. Ach so. Ja, aber welches Tier? Keine Ahnung. Normalerweise ist es doch immer ein Esel oder sowas. Wie wär's mit Schwein? Das reimt sich immer auf Tränkelein. Oh, jeder nimmt immer Schweine. Lass uns lieber einen Hund nehmen. Sehr gut. Also dann einen Hund. Okay. Er ist fertig. Kann ich also etwas davon haben? Wer immer das trinkt, der... Dankeschön. Wer immer das trinkt, wird in einen Hund verwandelt. Alles klar, okay. Benutze leere Flasche mit... Nochmal. Benutze leere Flasche mit Trank. Ja. Ich glaube, ich habe zu viel Pfeffer gekriegt, ne? Jetzt muss ich schnell in die Küche. Ne, ins Badezimmer und mich mit Parfüm voll sprühen. Also, ernsthaft. Eine halbe Stunde ist rum. Wir sehen uns dann in einer Woche wieder, wenn es weitergeht hier mit Simon the Sorcerer Teil 2.